ist ja nur der Galgen. Der muss nicht irgendwie groß hervorstechen. Der muss nur da sein, dass jeder Bescheid weiß. Wenn ich Mist baue, dann baumel ich. Okay, steht. Die Guillotine packen wir mit dazu. Entweder davor oder hier so daneben. Dass die Köpfe auch schön rollen können. Hallo und willkommen zurück in unserem Schloss in Conan Exiles. Es gibt immer noch mega viel zu tun, wie wahrscheinlich bei allen Schlossbesitzern. Und wir werden heute so ein bisschen weitermachen hier zu Hause in unserer Base. Hier gibt es, wie gesagt, mega viel zu tun. Wir haben noch Tiere zum Großziehen. Wir haben diverse neue Sachen zum Ausprobieren. Wir müssen hier die Base noch weiter upgraden. Und da fangen wir heute mal an. Ich habe zufällig mal was entdeckt, was absolut verrückt klingt und wir unbedingt ausprobieren müssen. Und zwar gibt es hier eine Station, die heißt Konvergenzfalle. Und ich glaube, das ist irgendwas zum Ressourcensammeln. Eine Vorrichtung der älteren Völker für die Beschaffung von Ressourcen. Was auch immer das bedeutet, das müssen wir rausfinden. Habe ich mal ganz zufällig so entdeckt und das werden wir hier direkt mal neben unser Schloss irgendwo hinstellen. Und dann heute so ein bisschen ausprobieren. Außerdem gucken wir mal so ein bisschen, was unsere Tiere treiben. Wir haben ja einige Tiere, die dann noch gezähmt werden, die da gerade schlüpfen aus ihren Eiern und so weiter und so fort. Auch da tut sich immer ziemlich viel. Und wir haben diverse andere Projekte hier in der Base, die unbedingt mal angegangen werden wollen, die teilweise schon richtig lange liegen. Es gibt einfach viel zu viel zu tun, wie immer. Okay, jetzt fangen wir mal mit dieser Konvergenzfalle an, dass wir mal irgendwo starten wenigstens. Und die Ressourcen habe ich schon mal so ein bisschen zusammengesucht. Wir brauchen alchemistische Grundsubstanz, wir brauchen Kristall, wir brauchen, glaube ich, normale Ziegel. Jetzt müssen wir nochmal gucken, was wir genau brauchen. Konvergenzfalle. Super schräger Name. Eisenverstärkung brauchen wir noch. Die haben wir auch. Dann stellen wir uns das Ding mal her. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Auf geht's. Konvergenzfalle. Sieht aus wie so ein Obelisk auf so einem Treppengrundgerüst irgendwie. Ich hoffe, das Ding ist nicht riesengroß, weil so super viel Platz haben wir hier drin gar nicht mehr. mal schauen. Und bam. Da haben wir es auch schon. Die Ressourcen können wir dann eigentlich hier lassen. Die sind super schwer. Okay, das geht ja. Wo stellen wir das Ding denn hin? Vors Schloss oder eher dahinter? Also, hier wird es zum Beispiel auch gut hinpassen, ne? Hier könnten wir es hinstellen. Oder wir stellen es doch davor, weil irgendwas muss ich hier noch davor stellen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Das passt ganz gut dazu, ne? Zu weit vom Sturm entfernt. Könnte sein, dass wir das hier überhaupt nicht aufbauen können, sondern dass wir das in der Nähe vom Schwarzen Turm aufbauen müssen. Oh oh. Das wäre nicht so gut. Okay, ich glaube, wir müssen das in der Nähe des Schwarzen Turms aufbauen. Da, wo der Sturm ist. Oder sogar im Sturm. Aber wenn wir das Ding im Sturm aufbauen, dann wird es wahrscheinlich wieder kaputt gehen, oder? Okay, sieht so aus, als müssten wir das noch testen. Ich glaube, das packen wir mal in unsere Prinzessin. Und dann nehmen wir das nächste Mal mit, wenn wir Dämonen jagen gehen und versuchen, das in der Nähe des Schwarzen Turms irgendwo aufzubauen. Das müsste ja dann theoretisch funktionieren. Ich hoffe, wir brauchen dann nichts weiter dazu. Nicht, dass wir irgendwelche Ressourcen brauchen, die wir dann nicht dabei haben, ne? Also da gibt es noch ziemlich viel zum Experimentieren. Wir schauen jetzt mal als erstes, glaube ich, nach den Tieren. Da haben wir ja schon gesehen, was aus den Insekten geworden ist. Also die ganzen Sandechsen, wie die heißen. Die sind ja schon großgezogen und ausgebrütet und so weiter und so fort. Jetzt haben wir aber noch den Vogel. Der ist auch schon startklar. Der Schuhschnabel. Den müssen wir jetzt mitnehmen. Ich glaube, wir haben nur noch eine Minute Zeit. Den packen wir mal sofort hier rein. 30 Minuten. Okay. Der braucht irgendwas zu fressen. Da muss ich mich erst informieren, was die gerne essen. Das weiß ich gar nicht. Und dann haben wir noch eine Spinne. Die Spinne habe ich extra gut gefüttert. Die nehmen wir mal mit. Das ist auf jeden Fall eine, die wir noch nicht haben, ne? Wir haben nämlich so eine rote bekommen das letzte Mal. Ich weiß gar nicht mehr, was wir der gegeben haben, ne? Wir haben so eine rote Spinne bekommen. Kankra heißt die. Und diese Spinne habe ich jetzt auf jeden Fall mit diesem Abysmal Flash gefüttert. Das heißt abgründiges Fleisch.
Und das ist jetzt eine normale geworden, glaube ich. Das ist so eine ganz normale Spinne, ne? Eieiei. Das reicht dann aber an Spinnen, oder? Es gibt auch noch diese schwarzen Witwen, ne? Also die hat... Kankra hat 1200 Hitpoints und du hast 300. Aber Kankra ist schon ein bisschen hochgelevelt. Stufe 4. Aber Kankra ist auf jeden Fall stärker als diese normalen Spinnen, ne? So viel ist mal klar. Die sehen ja super sympathisch aus, die beiden. Also wir haben jetzt noch eine Spinne. Da müssen wir weiter rumprobieren, ob wir vielleicht irgendwann so eine schwarze Witwe bekommen. Ich weiß nicht, ob die stärker sind als Kankra. Ich glaube, Kankra ist schon ziemlich stark, ne? Und jetzt muss ich rausfinden, was der Schuhschnabel will. Da muss ich ein bisschen Info sammeln. Da bin ich mir nicht sicher, was die am liebsten fressen. Wir können mal bei uns gucken, was unser Ara frisst. Insekten auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben Ara auch mit einer Raupe gefüttert das letzte Mal, ne? Also das geht definitiv. Wir könnten auch Fisch oder Schildläuse verfüttern. Okay, also da gibt es auf jeden Fall viele Optionen. Und du hast ziemlich viel Leder im Inventar. Das bringen wir mal fix runter zum Verarbeiten. Was ich ganz vergessen hatte, euch zu zeigen, wir haben auch ziemlich viele Schattenblüten bekommen von so Thralls. Also die droppen auch Schattenblüten. Das heißt, wir können unsere Tiere jetzt auch wieder besser füttern. Und ich glaube, die Aras fressen ganz gerne solche Insekten. Und zwar schattengewürzte Insekten. Wir könnten auch schattengewürzte Raupen nehmen. Die sind aber, glaube ich, schwieriger herzustellen. Das dauert ein bisschen länger. Deswegen nehmen wir jetzt mal die Insekten. So. Schmeißen die hier rein und stellen uns dann einmal diese schattengewürzten Insekten her. Dafür müssen wir erstmal Feuer anmachen. Dann geht es auch relativ schnell. Okay. Dann haben wir was für unseren Vogel. Das sollte dem ganz gut schmecken. Es gibt drei verschiedene Vögel. Ich weiß jetzt gar nicht, welche da denn die stärksten sind. Also müssen wir einfach gucken, was rauskommt und mal schauen, wie die aussehen, wie die sich überhaupt unterscheiden. Und was ich auch noch gefunden habe, ist dieses Stück Fleisch der Erinnerung. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gefunden haben. Ich habe da so ein Déjà-vu, also wir hatten das auf jeden Fall schon mal. Ich weiß nicht, ob wir es gegessen haben, das machen wir jetzt mal. Bäm! Du hast neue Rezepte gelernt. Und dieses Fleisch bringt uns wohl bei, den Altar von Jock aufzustellen. Ich weiß nicht, wo die Altare hier drin sind. Irgendwo hier der Keto und irgendwo ist ja auch Jock mit drin. Die sind wohl nicht so gut sortiert. Also wir dürfen jetzt auf jeden Fall den Altar von Jock aufbauen, glaube ich. Jock. Altare? Nee. Also das müsste uns eigentlich die Religion von Jock gelehrt haben. Wir haben jetzt bisher gelernt, der Keto... Achso, Jabalzak ist das, genau. Der ist der Typ mit dem Fleisch. Und Jock ist der andere Typ mit dem Fleisch. Der hat doch auch so ein leckeres Fleisch, ne? Ich blick das schon nicht mehr durch, es gibt schon so viele. Also das sind die beiden, die wir gelernt haben. Ich glaube, wir waren von Natur aus der Keto-Anhänger und den Jabalzak haben wir jetzt dazu gelernt. Und die anderen müssten wir dann noch freischalten, wenn wir die hier aufbauen wollen. In die Religion haben wir noch gar nicht reingeguckt, also es gibt immer noch super viel zu tun. Was ich heute noch ganz gern machen würde, nachdem wir unseren Vogel gefüttert haben, das machen wir jetzt als erstes. Der kriegt jetzt sein Fleisch und dann schauen wir mal, was wir da für einen Vogel bekommen. Also im Moment, es ist so ein ganz normales grünes Küken und wenn wir dem jetzt Fleisch geben, dann wird das ein Schuhschnabel. Und ich hoffe, das wird dann eine andere Variante als die, die wir haben. Ich weiß auch nicht, was wir für eine Variante haben, weil die heißen, glaube ich, alle Schuhschnabel, ne? Aber es gibt drei Varianten. Mal gucken. Wir werden sehen. Gut. Und was ich jetzt noch machen will, ist hier so ein Katapult aufbauen. Wir müssen uns nämlich verteidigen. Wir haben hier mehrere Aufgänge. Wir nehmen mal den hier. Und hier unten sind wir ja eigentlich am verwundbarsten. Wir haben ja drüben die Zugbrücken. Das heißt, da kommt sowieso so leicht niemand rein. Da sind die Mauern auch super hoch. Aber hier vorne ist es am flachesten. Da sind wir also auf jeden Fall am gefährdetsten. Und deswegen würde ich sagen, nutzen wir die Fläche hier und bauen da mal ein gescheites Katapult hin. Falls mal irgendwer vorbeiguckt, den wir nicht sehen wollen, dann werfen wir einfach mit großen Steinen auf den. Das ist immer eine gute Idee. Und da gibt es, glaube ich, auch inzwischen schon viele Varianten. Wir haben ja schon mit den Katapulten so ein bisschen rumgespielt in der letzten Season. Und ich weiß gar nicht mehr, was wir gebaut haben. Ich glaube, das war ein Triborg. Es gibt aber auch so ein Belagerungsfundament.
Und das klingt ja jetzt noch interessanter als so ein Tribock, ne? Das heißt, ich glaube, wir bauen uns das Teil mal, so ein Belagerungsfundament. Und dann müssen wir da wahrscheinlich auf diesem Fundament noch so ein Katapult irgendwie drauf bauen. Mal gucken, was man da machen kann. So ein Tribock könnten wir uns auch mal herstellen. Kostet fast nichts. Ein bisschen Holz halt, ne? Und vielleicht kriegen wir das auch noch irgendwo untergebracht. Dass wir hier auch so ein bisschen festungsartig ausbauen und so. Das wäre auf jeden Fall cool. Was meint ihr? Schauen wir mal, wie das funktioniert. Nehmen wir das mal mit und versuchen das mal hier oben aufzubauen. So, Luke auf. Das hat ja wunderbar funktioniert. Das ist nicht immer so einfach. Okay, also das funktioniert. Da ist doch eigentlich eine Treppe noch mit dran. Sieht man die irgendwie? Nee. Also auf dem Bild ist eine Treppe zu sehen. Wenn ich das jetzt hier so aufbaue, dann sieht das so aus, als wären das einfach nur Stelzen ohne Treppe. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal hochheben können. Wahrscheinlich nicht. Also wenn ich das platziere, ist es platziert. Das heißt, wir setzen das, glaube ich, mal so auf Bodenebene. Aber nicht, dass das dann durch den Boden durchguckt. Das wäre nicht so gut. Dass wir es ein Geschoss tiefer haben. Ich setze das jetzt mal auf leichte Stelzen. Ungefähr. So. Bam, bam. Okay, keine Treppe. Das hat schon mal gepasst. Jetzt gucken wir mal kurz unten, wie das da aussieht. Sieht man das von unten so? Mal so drunter luken vielleicht? Sieht gut aus. Da steht nichts durch. Also das funktioniert mit den Stelzen. Das ist mal cool, dass das geht. Ich dachte, die Stelzen gucken jetzt unten raus. Okay. Und ja, das ist so ein Belagerungsfundament. Brauchen wir das für das Tribock? Vielleicht gibt es doch nur eine Option, ne? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Nehmen wir mal die Tribock-Basis mit raus. Und mehr Teile gibt es hier dann aber nicht zum Herstellen. Jetzt klettern wir da wieder hoch. Schnelleren Weg gibt es hier nicht. Und ja, das muss man da drauf snappen, okay. Also das gehört zusammen und es gibt nur eine Katapultoption. Aber hier müssen wir ja dann ausbauen dürfen, oder? Jawohl. Tribock, Rahmen, Holz und Stein. Das haben wir, hoffe ich. Mal gucken. Stein habe ich alles zu Ziegel verarbeitet eigentlich. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Nehmen wir mal alles mit, oder? Und Holz. Und dann bin ich eh schon überladen. Gut, das bringen wir hoch. Und dann bauen wir uns dann Katapult. Ich glaube, mit dem kann man auch Explosivgeschosse verschießen. Das wäre auch super witzig. Dafür müssten wir uns dann erstmal so Explosives herstellen. Bam, bam. Go, go. Wir können zwei herstellen. Ich glaube, einer reicht. Mehr Platz haben wir doch gar nicht, oder? Okay. Also das wird jetzt hergestellt. Das sieht aber so aus, als würde es ein Weilchen dauern. Okay. Ich glaube, das craftet jetzt. Das dauert unendlich lange. Wahrscheinlich, weil das so ein PvP-Ding ist. Damit kann man ziemlich gut Mauern einreißen. Und dafür muss es wohl ein Weilchen dauern, bis das aufgebaut ist, damit da nicht irgendwer kommt und direkt einen Tribock vor die Mauer stellt und die Mauer einfach einreißt. Heieiei. Immer diese PvP-Timer. Das heißt, wir müssen jetzt doch ein bisschen warten. Das geht nicht ganz so schnell. Ich glaube nicht, dass wir das heute sehen werden. Aber trotzdem cool. Wir sind auf dem Weg, hier oben einen Tribock aufzubauen. In einer halben Stunde bis Stunde wird es dann wahrscheinlich stehen. Okay. Die Insekten können wir mal in den Kühlschrank packen eigentlich. Irgendwie läuft das heute alles nicht so flüssig. Wir kriegen das alles nicht so schnell einfach mal eben gemacht. Das dauert alles ein Weilchen. Der Vogel braucht jetzt auch ein Weilchen, der Schuhschnabel. Der wächst auch nicht so schnell aus. Aber so ist es halt. Wenn man warten muss, dann wagt man sich ans nächste Projekt. Es gibt ja genug zu tun, ne? Zum Beispiel könnten wir ja schauen, dass wir mal so ein bisschen mehr Style in die Basis bringen. Die Damen brauchen noch ein gescheites Outfit. Und hier drin muss auch einiges passieren, ne? Definitiv. Das ist noch ein bisschen leer hier drin. Ich habe da aber eine Idee. Und zwar haben wir auch zwei neue Mods mit dabei. Ich habe jetzt einfach mal zwei Mods mit dazu gepackt, dass wir so ein paar mehr Style-Items haben. Weil davon gab es mir irgendwie im Coden immer noch zu wenige, obwohl es hier schon echt viel gibt. Aber die müssen wir, glaube ich, erst lernen bei Talenten. Man kann ja nie genug Style-Items haben, wie ihr wisst.
Und zum einen habe ich mal den Pythagoras, die Pythagoras-Mod dazu genommen. Das ist in erster Linie eine Baumod mit coolen Treppen, coolen Foundations und eben mehr Möglichkeiten einfach. Aber ich weiß noch nicht, ob wir das großartig nutzen. Da müssen wir mal gucken. Wir haben schon ziemlich viel gebaut. Da wird nicht mehr so viel dazukommen. Wir haben gar nicht mehr so viel Platz. Aber die Treppen sind auf jeden Fall nett. Die kann man bestimmt irgendwo mal mit dazusetzen. Zum Beispiel, um da auf die Außenmauer hochzukommen. Schalte das mal frei. Das auch. Oh, oh. Das funktioniert schon wieder nicht so gut. Das lässt sich gerade nicht freischalten. Aber vielleicht haben wir es schon freigeschaltet und es aktualisiert nur nicht. Und dann haben wir noch die sogenannte Savage Steel Mod mit dabei. Das sind dann die anderen Rezepte, zum Beispiel dieses Rustic Decor, der Torturer. Und alles, was es da sonst noch so gibt, das schalten wir jetzt mal alles frei. Das kostet teilweise auch einen Punkt, ne? Das ist nicht gut. Das sind Outdoorsmen, zum Beispiel ein Wagen. Einfach, dass wir so ein bisschen mehr hier aufstellen können, dass das so ein bisschen wohnlicher bei uns aussieht. Da gibt es schon ein paar richtig, richtig coole Sachen. Fische und Horder. Kisten. Da können wir unser Zeug dann horden. Da haben wir genug von. Kisten kann ich immer gebrauchen, um da alles Mögliche drin zu storen. Ganz viele leckere Essenssachen. Es gibt auch eine Theke, ganz wichtig für uns. Und Apothekensachen gibt es auch irgendwie. Das ist ein Rack, also irgendwie ein Regal oder sowas. Irgendwas, um Sachen aufzuhängen. Es gibt Pilze. Also das müssten eigentlich alles Style-Items sein. Richtig, richtig cool. Den Lumberjack gibt's. So ein paar Holzteile und so. Das ist auf jeden Fall auch cool hier für die Holzecke. Und den Pythagoras habe ich hauptsächlich deswegen dabei, weil es hier so eine Elefanten-Trophy gibt. Die brauchen wir auch auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist alles freigeschaltet dann. Und dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Sachen freigeschaltet, oder? Markt. Da haben wir dann auf jeden Fall schon wieder viel mehr Optionen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo man das alles herstellt. Also einiges stellt man auf jeden Fall hier im Inventar her. Was ein bisschen uncool ist, weil das super unübersichtlich ist. Ich hoffe, dass es da auch Tische für gibt. Pythagoras stellt man alles hier drin her. Da könnten wir jetzt direkt mal versuchen, so ein paar Treppen anzubringen. Und so mal gucken, wo versteckt sich das alles? Oh nein, mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden. Das gibt's alles hier in der Werkbank, die sowieso schon übervoll war. Das heißt, wir finden jetzt die ganzen zusätzlichen Items auch noch hier drin. Wir haben auch schon eine sehr ansehnliche Sammlung an Köpfen. Das heißt, wir müssen dringend mal wieder so Trophäen herstellen, damit wir die ganzen Köpfe hier rausbekommen. Sonst kann ich hier gar keine Ressourcen mehr reintun. Wir haben so viele Köpfe. Und ich glaube, hier rechts und links sind noch mehr in den Truhen. Und alle möglichen anderen Sachen. Also hier müssen wir dringend ein bisschen Ordnung reinbringen, indem wir zum Beispiel die ganzen Trophäen mal herstellen. Die brauchen, glaube ich, sowieso hauptsächlich nur geformtes Holz. Oh, Bär. Eine Bärenhaut. Oh, coole Betten. Bunkbeds. Oder so ein Himmelbett. Total cooles Zeug. Jetzt brauchen wir die Theke. Das ist, glaube ich, die Theke, ne? Die kostet Holz. Holz, wir brauchen Holz. Haben wir hier noch Holz? Jawohl. Nehmen wir mal 1000 Holz mit und versuchen die dann irgendwie da drin unterzubringen. Ja, wir müssen die ganzen Köpfe herstellen. Trophäen oder wie heißen die denn eigentlich? Genau, Trophäen. Wir könnten auch, aber dafür brauchen wir einen Elefantenkopf. Das geht nicht so leicht. Das gibt's tatsächlich im Vanilla Conan nicht. Eine Elefantentrophäe. Dabei wäre das total wichtig. Also die Mod ist absolut wichtig, einfach nur, weil es da einen Elefantenkopf gibt. Und dann Bug Trophy. Hirschkopf. Ich glaube, die gibt es normal auch nicht, oder? Hirsche haben wir schon viele gekillt, aber wir haben noch keinen Kopf. Wir haben aber die Geweihe von den Elchen. Das ist genauso cool. Da haben wir noch den König und den normalen Elch. Dämonenspinnentrophäe. Oh. Da gibt es fürchterliche Sachen. Düsterwolfköpfe haben wir. Wir haben Bergziegen. Wir haben keine Bären. Es gibt Bärenköpfe, das ist gut zu wissen. Antilope haben wir. Nashörner haben wir auf jeden Fall. Drachen haben wir noch nicht. Hyänen haben wir auch nicht. Wir haben, glaube ich, untote Hyänen. Ne? Wir haben noch ein paar Krokodile. Panther, also Jaguare haben wir auch nicht. Mammut fehlt. Nashornkönig.
Wir haben auch irgendwelche Katzen, glaube ich. Katzenköpfe haben wir auch. Das ist wieder ein Bär. Schwarzbär. Nee, Vögel haben wir nicht. Wir haben aber Steinnasen. Oh, wir haben eine echt ansehnliche Sammlung an Köpfen. Und wir haben so einen Hyänenkopf. Außerdem haben wir irgendwo in der Kiste noch einen Erdwolf, ne? Okay, dann wird's hier so ein bisschen übersichtlicher. Luchs. Irgendwo muss noch Luchs geben. Wir haben 7 Luchsköpfe. Das ist ein bisschen viel, oder? So viele brauchen wir eigentlich nicht. Können nicht überall Luchse hinhängen. Habe ich die noch nicht gelernt? Möglicherweise, ne? Okay, wir machen jetzt mal weiter. Wir bauen uns jetzt die Theke. Dafür nehmen wir mal die ganzen Trophäen raus. Ich hoffe, die sind nicht zu schwer. Tun das Holz da rein. Und bauen uns diese riesige Theke, die ich auch wieder nicht finde. Also wäre natürlich cool gewesen, wenn wir... Nee, das Ding hieß nicht Theke. Wie heißt denn das? Ah, das heißt, das hat ja wieder englische Namen dann. Das ist alles gemischt. Bar oder sowas in der Art. Das ist die, genau, Full Bar. Go, go, her damit. Die brauchen wir. Für die gibt es, glaube ich, auch so Tücher und sowas. Also praktisch tischdeckenartige Dinge. Was ist das denn? Market Stands. Total cool. Okay. Ich werde mal so ein bisschen was bauen einfach und dann fangen wir mal an, so ein bisschen das Erdgeschoss vom Schloss einzurichten, dass wir so eine Idee bekommen. Außerdem müssen wir hier draußen so ein bisschen einrichten. Wir haben jetzt Wagenräder, wir haben Wagen. Es gibt total viel cooles Zeug. Das ist gut für unseren Garten. Ja, dann nehmen wir auch mal 2 mit. Und ja, also ich muss mich jetzt ein bisschen austoben hier. Ich melde mich mal zurück, wenn ich ein paar von den Sachen hier gecraftet habe. Oh, Leute, diese Mods haben uns wirklich noch gefehlt. Also das ist auf jeden Fall mal der Style-Faktor, den wir brauchen. Hier steht jetzt so ein Wagen mit drin. Mega cool. Wagon Cart. Und ich habe in der gesamten Base schon angefangen, so Details zu verbreiten. Wenn ihr da genau hinguckt, dann fällt euch das auf. Hier steht zum Beispiel so ein Wagenrad. Und hier hinten steht ein neues Zelt. Das ist so ein Piktenzelt. Das ist wirklich mega, mega cool. Also man hat da drin auch den Zufluchtbuff hier. Ich glaube, schlafen kann man da drin nicht. Aber sieht auf jeden Fall super cool aus. Und das Problem ist jetzt einfach, dass die Warteschlange hier nicht nachkommt. Wir müssen mehr Werkbänke hinstellen, weil die einfach zu lange brauchen, das alles herzustellen. Ich crafte so ziemlich alles, um das mal anzugucken einfach. Und dann findet sich eigentlich für so ziemlich alles auch irgendwo ein Platz in der Basis, ne? Die ist ja groß genug. Und hier habe ich zum Beispiel so ein paar Pflanzen aufgehängt. Die wollte ich eigentlich unten zu den Pflanzen hin tun, aber das sind so Hängel-Racks. Und dementsprechend haben die da nicht hingepasst. Das habe ich einfach mal hier aufgehängt. Ich habe gedacht, hier bei der Zimmermannsbank passen die noch am besten. Hier sind wir so ein bisschen an der... Jetzt gucken da doch die Säulen durch die Decke. Okay. Naja, das ist nicht ideal, aber gut, ist halt so, ne? Passt jetzt für die Ecke. Das ist ja unsere Crafting- und Storage-Ecke. Und hier sind sowieso die ganzen Holzfabrizierungsgeräte da. Die ganzen Werkbänke für die Holzverarbeitung. Dementsprechend passen da die Holzbalken eigentlich auch ganz gut rein. Wir können mal kurz hochgucken. Bevor wir weiter uns um Style-Items kümmern. Oh, können wir nicht aufmachen, wenn wir dranhängen, ne? Aber so? Okay. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man klettert. Gut, das Ding steht auch schon. Hier geht auch was voran. Ich bin natürlich jetzt schon wieder ewig lange unterwegs und teste und probiere aus. Wir brauchen jetzt noch den Arm dafür. Auch der braucht wieder super lang. Das heißt, wir können so lange wieder die Zeit vertreiben mit Style-Items. Das ist wunderbar. Ich habe auch schon unsere Bar aufgebaut. Die sieht noch ein bisschen langweilig aus. Die Bartücher, also die Tischdecken praktisch, die sind noch in der Fertigung. Das dauert noch ein bisschen. Aber hier steht jetzt erstmal unsere Bar. Ich glaube, die ist so groß genug, ne? Und dann brauchen wir natürlich noch irgendwie einen Barkeeper, ne? Aber wir haben ja inzwischen einige Thralls. Da findet sich bestimmt jemand, der Lust hat, hinter der Bar zu stehen. Es gibt so viel Zeug. Wir haben Spiegel, wir haben Thron, wir haben auch eine Guillotine. Guillotine. Nicht so einfach. Und Gallows, also so ein Galgen. Da müssen wir mal gucken, wo die hinpassen. Aber sowas brauchen wir eigentlich auch, oder? Bei den Barbaren braucht man sowas. Ich weiß nicht, bei den Barbaren ging das eigentlich anders, ne? Da hat man die Leute einfach angezündet oder so. Da war das noch ein bisschen weniger umständlich. Ein Galgen hatte noch niemand gebraucht. Aber der sieht irgendwie schon ganz witzig aus hier bei uns, oder? Der hat einfach dieses mittelalterliche Etwas. Das ist die Guillotine.
die passt ein bisschen einfacher irgendwo hier rein, ne? Ich glaube, das muss in die untere Ebene. Das hat hier oben nichts verloren. Die Verbrecher werden unten gehängt, damit wir hier oben schön chillen können. Festmähle veranstalten. Ist das der Plural von Festmahl? Ich weiß es nicht. Genau, dann stellen wir das hier unten mit auf. Vielleicht einfach hier dahinter, oder? Das ist ja nur der Galgen. Der muss nicht irgendwie groß hervorstechen. Der muss nur da sein, dass jeder Bescheid weiß. Wenn ich Mist baue, dann baumel ich. Okay, steht. Die Guillotine packen wir mit dazu. Entweder davor oder hier so daneben. Dass die Köpfe auch schön rollen können. Ja, so passt das, oder? So sieht man das gut. Und bam. Okay, dann brauchen wir auch noch einen Scharfrichter, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir da die geeigneten Klamotten für finden. Aber wir können inzwischen alles schwarz färben. Das ist schon mal wunderbar. Wir haben auch so einen Vogelkäfig. Ich habe auch schon angefangen, Gemälde zu craften. Das sind Vanillagemälde, soweit ich weiß. Und einen Banner habe ich auch schon. Wir müssen einfach mal gucken, wie wir das hier dann alles gestalten. Dass das so ein bisschen zusammenpasst alles. Können wir nochmal schauen, was inzwischen fertig geworden ist. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt richtig viel zum Rumspielen. Eine Badewanne, ganz viele so Holzstapel. Die sind auch ziemlich cool. Jetzt sind gerade die Marktstände in der Mache. Und ganz viele Fässer. Das sind die Barcovers, also die Tischtücher. Die brauchen auch noch ein Weilchen. Wir können ja nochmal diese Holzstapel ausprobieren. Die müssen hoch in die Holzverarbeitungsgegend. Ah ja, die sind schön. Die passen da gut mit rein. Dann sieht es da auch wieder so ein bisschen stimmiger aus alles. Bauen wir den mal hier mit an die Wand, oder? So. Bam. Dann haben wir noch die Dinge. Die sind schon wieder so ein bisschen größer. Die können wir hier davor stellen, oder? So ein bisschen Feuerholz. Bam. Und theoretisch wäre sowas auch bei der Schmiede ganz gut aufgehoben, ne? Da feuern wir zwar hauptsächlich mit Kohle, aber ein bisschen Holz benutzen wir ja auch immer. Das können wir auch mal mit dazu packen. Und ich habe schon überall Sachen aufgestellt. Also einfach mal die Augen offen halten. Da gibt es schon viel zu entdecken. Zum Beispiel steht hier ein Blasebalg. Den kennt ihr vielleicht auch noch nicht. Den habe ich einfach hier mit an den Ofen dran geflanscht. Da passt er irgendwie ganz gut hin, ne? Jetzt haben wir da noch einen Holzstapel hinter Baloo. Hier steht ein Amboss, den ich damit hingestellt habe. Und so versteckt sich das hier alles. Jetzt habe ich einen Vogelkäfig, den sieht man nicht. Das ist immer ein gutes Indiz dafür, dass man die Sachen dann an die Decke hängen soll, weil dann sieht man die auch. Das können wir mal hier mit dranhängen, den Vogelkäfig, oder? Ungefähr so. Hängt da halt ein bisschen im Weg, aber das macht ja nichts. Hauptsache, er sieht cool aus, ne? Bam! Hängt! Ein Vogelkäfig! Birdcage. Also die haben auch Kollisionsmodelle. Wenn man die in den Weg hängt, dann ist das ein Problem. Der ist ein bisschen zu klein für unseren Vogel, ne? Für unseren Ara. Hier muss auch irgendwo noch ein bisschen Holz mit dazu. Sieht einfach schön aus. Hier drinnen haben wir auch so ein bisschen was stehen. Hier steht zum Beispiel ein Brotteller. Da drüben steht ein Sack mit Getreide oder sowas. Dann haben wir hier an der Wand jetzt so ein paar Löffel und Messer hängen. Dieses Regal, was da hängt, das sieht auch super cool aus. Also man kann das schon wieder noch eine ganze Ecke schöner einrichten hier. Da haben wir auch schon Barkeeper stehen, ne? Es gibt jetzt richtig viel Neues zu entdecken, so viel ist mal klar. Jetzt gucken wir mal runter zu unserem Vogel, was der so treibt. Der müsste ja langsam eigentlich auch fertig sein, oder? Jawohl! Schuhschnabel. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Schuhschnabel geworden. So wie man die kennt. Der ist doch jetzt fertig, oder? Jawohl. Okay. So geht das. Der dreht sich immer mit mir mit. Und der sieht genauso aus wie unser Ara. Das heißt, wir haben dann zwei gleiche Vögel praktisch. Ja, die sehen identisch aus. Dann wird der auch genauso stark sein. Die sind nicht super stark, also auf die müssen wir aufpassen. Die haben nur 400 Hitpoints. Ara hat schon mehr, der hat schon ein bisschen hochgelevelt, der hat 900 und natürlich dicke Haut. Wieso hatte der eigentlich dicke Haut? Ich verstehe es nicht. Ich packe immer Sachen in irgendwelche Dinos, wenn ich gerade wieder überladen bin, wenn ich nicht mehr bewegen kann. Und die tauchen dann irgendwann wieder auf mit der Zeit. Lukas? Lukas ist auch so ein beliebtes Lagertier von mir. Ah, den habe ich schon aufgeräumt, wunderbar.
Gut. Also wir haben richtig viel neues Spielzeug. Wir haben ein paar neue Mods, mit denen wir rumspielen können. Wir spielen da oben mit dem Katapult rum. Das wird wahrscheinlich einfach noch ein bisschen dauern, denke ich. Das dauert einfach super lange, das aufzubauen. Aber da machen wir auf jeden Fall noch weiter. Und die Konvergenzfalle müssen wir dann auch noch testen. Also wir haben heute viel Neues angefangen, was noch beendet werden will. Aber da gibt es einfach noch so viel zu tun. Vor allem hier unten das Schloss auszustatten, dass das schön aussieht und so. Das wird uns noch ein ganzes Weilchen beschäftigen, denke ich. Aber ich habe schon so ein paar Ideen und mit den neuen Mods haben wir da auf jeden Fall auch wieder einige neue Möglichkeiten. Damit machen wir erstmal Schluss für diese Episode. Ihr habt gesehen, es gibt ziemlich viel zu tun, gerade für total Verrückte, denen Conan Exiles alleine noch nicht reicht, die sich dann noch Mods dazu holen. Also da gibt es definitiv genug, was wir jetzt noch zu tun haben. Es gibt ganz viel zu testen. Ich werde mal die ganzen Style-Items ausprobieren und unsere Base hier so ein bisschen aufhübschen und refreshen und so weiter. Auffrischen, wie man sagt. Und dann müssen wir auch dringend mal wieder so ein bisschen vor die Tür gehen, denn auch draußen gibt es noch ziemlich viel zu entdecken und unser Insektenprinzesschen würde ganz gerne mal raus und vor die Tür gehen. Für heute müssen wir leider Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Conan Exiles. Macht's gut und bis dann!